Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Diesmal wollen wir mal wieder den Great Vault aufmachen. Ich glaube, das müsste fast das letzte Mal für die dritte Season sein. Und ja, ich bräuchte noch ein Söckelchen auf meinem PvP-Gear, um es ein bisschen auszumaxen. Mittlerweile ist es ja zumindest vom Item-Level ja schon relativ weit oben. Nur den ein oder anderen Sockel hatte ich noch nicht drauf. Da hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auf den Kopf nochmal einen Sockel drauf gebastelt. Auf den Handgelenken würde ich auch noch einen brauchen. Und dementsprechend war ich wieder fleißig, habe ein bisschen im Dreier PvP gespielt und diesmal auch tatsächlich alle drei Slots ausgefüllt. Wenn wir jetzt natürlich einen Teil mit dem Sockel kriegen, dann werden wir natürlich das nehmen. Aber ich vermute mal, was haben wir? Wir haben einen Kopf drin, ohne Sockel, dann einen Ring. Der hat halt Movement Speed drauf. Den würde ich halt auch ganz gerne nehmen, ne? Aber Tempo ist nicht so optimal. Ich habe halt zwei gute Ringe mit Versa Mastery. Und als letztes hätten wir noch einen Hals. Auch mit Movement Speed drauf. Der wäre halt auch richtig gut, ne? Aber den kann ich fast nicht nehmen. Da habe ich meinen Legendary und dann hätte ich zwei Sockel weniger. Ich muss fast den Sockel nehmen, ne? Ich hätte früher mit PvP anfangen sollen. Ich muss ehrlich auch sagen, ich finde es ein bisschen blöd, dass man die Sockel über den Vault quasi holen muss, ne? Also besser hätte ich es gefunden, wenn es wie in 9.15 oder war das? Also in Cortia war, dass man es über eine andere Currency quasi erfarmen konnte. So ist es jetzt ein bisschen blöd, vor allem wenn man verschiedene Gears hat, wie ich mit dem PvE-Gear und dem PvP-Gear, dann hast du vielleicht noch Sachen, gut, im aktuell habe ich jetzt nicht wirklich ein Raid-Gear, ne? Aber theoretisch könnte man das ja auch noch haben. Und dann wird es halt dann irgendwann schon eng. Gut, wir hauen jetzt hier mal den Sockel drauf. Mir wurde letztens auch gesagt, ich soll ein bisschen weg von Versa gehen und mehr auf Mastery. Deswegen habe ich das jetzt auch mal gemacht. Mastery erhöht ja eigentlich fast allen Schaden. Beim Druid nicht ganz allen, aber ziemlich viel. Also beim Feral, was ich aktuell spiele, seht ihr, erhöht euren Schaden, eure Blutungseffekte und Finishing Moves. Heißt, also meine großen Damage-Sachen sind ja die Finishing-Moves und sonst habe ich halt Bleeds drauf. Ich glaube, es ist nicht viel anders, es gibt nicht viel mehr außer Bleeds und Finishing-Moves. Ein paar hier Schreddern gibt es vielleicht noch und brutale Schlitzen, was dann nicht davon gebufft wird, aber sonst fast alles. Deswegen ist Mastery halt ziemlich stark. Dementsprechend habe ich halt auch einen PvE-Ring an. Der ist halt dann nur 278, ne? Man könnte da einen 285er-Ring anlegen, aber da hätte ich halt dann Tempo drauf, ne? Deswegen dachte ich mir, komm, dann nimmst du lieber den Mastery-Ring. Was ich gesehen habe, viele spielen tatsächlich auch mit dem Craft-Ring, weil man da eine extra Tempo drauf hat. Also Tempo ist sehr, sehr stark, tatsächlich auch im PvP, also nicht Tempo im Sinne von Tempo-Wertung, sondern Movement-Speeds. Das, ne, muss man dazu sagen. Sonst nehme ich halt nochmal einen Mastery-Sockel. Ich hätte zwar lieber mehr Versa, ne, aber mehr Damage schadet auch nicht unbedingt. Gut, damit sind wir auch schon wieder durch mit dem kleinen Video. Und ja, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr jetzt noch so mitgenommen hättet. Hättet ihr jetzt gesagt, ich soll lieber das T-Mog mitnehmen oder hier das Gear upgraden? Ich habe nämlich auch noch ein paar Punkte für, seht ihr, 8000 irgendwas Punkte. Da kann ich mir noch ein paar Sachen kaufen. Das werde ich die Tage noch machen. Da werde ich noch ein bisschen T-Mog mitnehmen. Oh, und meine Ehre, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Die brauche ich eigentlich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, die haue ich mal raus. Ich werde die Woche sicher noch ein bisschen PvP spielen und dementsprechend, ja, vielleicht können wir dann nochmal irgendwie T-Mog aus dem Vault oder so nehmen. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.